Eine Foto-App, mit der Bilder verschickt werden können, inklusive Zeitangabe, wann die Bilder wieder gelöscht werden. Immer schneller dreht sich die digitale Kommunikation. Das bleibt beim Lernen nicht ohne Folgen. Ich glaube, so traditionelle Konzentration, das wird immer schwieriger, dass man wirklich langen Text liest. Wir haben es da, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun, die aus sehr bewussten älteren Häusern kommen, die auch sehr auf das schauen und die können das eigentlich noch gut. Aber wenn man die ganze Breite der Jugendlichen anschaut, dann sinkt die Konzentrationsspanne und die Hirne haben sich daran gewöhnt, dass man schnell eine Rückmeldung bekommt oder dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Und darum jetzt längere Textlesen von mehreren Seiten, das ist etwas, was zunehmend zu einer Herausforderung wird. Die Jugendlichen sind sich durchaus bewusst, dass Handys